Unterm Boden. Hörst du den? Nee, weißt du. Wie komme ich denn hier raus? Hier ist kein Aufgang da oben. Ah, hier, doch. Unterm Boden? Wie weit denn unterm Boden? Ein Feld. Ich grab hier alles weg, ey. Nein, wo? In der Mitte. Ja, was weiß ich denn, wo für dich die Mitte ist in einem länglichen Raum? Wieso länglichen? Ja, in welchem Raum hast du das denn gemacht? Warte, ich komm mal. Ich komm mal zu dir. Der nervtötende. Hier muss der sein. Ah, ich höre den schon. Ach, da ist er. Schnauze. Ich habe extra die Range ganz klein gemacht. Jetzt brauche ich immer noch einen halben Level. WTF. Furchtbar. Ätzend. Ätzend. Ah, da ist noch Kohle. Kohle. Genau, können wir noch ein bisschen Häuser bauen, oder? Ja, hatte ich jetzt auch gerade mal so dran gedacht, dass ich werde mal meinen Boden zumindest fertig bauen hier. Der Megaprojekt-Service down, lese ich gerade hier. Egal. Ist ja Latte. Kennst du Nodop, einen, der so heißt? Ja. Kenn ich nicht. Ist mir völlig unbekannt. Oh yeah. So, ich fliege erstmal rüber. Ich habe jetzt 30 Level. Ja. Und dann gehe ich mal ganz kurz hier rein. Wie viel Platz habe ich denn hier? Kurz überlegen, was wollte ich denn jetzt hier machen? Ich brauche mein Buch. Ja, ich will ja die ganze Scheiße, die auf dem Berg ist, drüben in meinem Haus haben. Dafür muss das aber ein bisschen sexier sein. Den Wand of irgendwas, wo ist er denn? Wand of Penis. Wand. Warte mal, da brauche ich einen Stick für. Das und einen Schad. Da. Und einen Schad. Dann baue ich den mal eben. So, der kommt dann da rein. So, gleich ist mein Boden fertig. War das überhaupt Earth Shard? Gucken. Also 16 Metall und 4 andere Dinger noch. 16 Metall. Was hat denn hier so ein Eimer? 13 Metall. Ne, den behalte ich. Kannst du so einen Eimer opfern? Da kriegst du 13 Metall für. Ja, als Aspekt. Du musst dann quasi so viel in den Kessel tun, damit du das hast. Ach so, okay. Warte mal, ich davon und Handwerkzeug. Ach komm, dann baue ich mir so einen Scheiß eben. So einen Scheiß? Oh, es ist da kein Wasser drin. Ich bring dir die Longfall Boots mit, ne? Ja, das wäre nice. Das ist gut. So, jetzt muss das Wasser eben noch kochen. Hört sich anders, wenn ich mir eine Suppe mache. Heiko, bist du noch da? Ja, yeah, ich war gar nur konzentriert. Kurz eingeschlafen. Genau. Wie bei uns war ein Magier bei WoW. Ich glaube, ein Magier war das. Ja? Ja, bewegt sich so nicht mehr und irgendwann so nach einer Viertelstunde. Oh, sorry, ich bin eingepennt. Lol. Richtig geil. Hört sich hart nach David an, ey. So, ich hab den Wand of Excavation fertig. Hat einer von euch einen Minium-Stein im Inventar? Nee. Ach nee. So, ich glaube, wir haben nur ganz viele, oder? Ja. Oh fuck. Boah, jetzt habe ich mein Jetpack ausgemacht. So, jetzt gehe ich mal hier an diesen tollen Zaubertisch. Ma, wer hat denn hier die Scheiße hingebaut?
Für eine Scheiße. Ja, nix. Ich glaube, hier wird es mal Zeit für Sentries. Weißt du, wovon er spricht? Guck mal, mit diesem lachenden Heiko? Unterton. Weißt du da, weißt du, wovon er spricht? Nein, weiß natürlich keiner, oder? Nee, ich glaube, das war der war das, bitte. Der war das, auf jeden Fall. Was ist das denn? Das ist Frugal, Potenzio und Treasure. Ich meine, Treasure ist wahrscheinlich, das mehr droppt. Hi. Hi. Hier, Ted. Ah, danke. Hast du meinen abgelutschten. Ja, sauber. Der kann ich noch nicht mal wegzaubern, die Scheiße hier. Hier hast du da noch Schuhe zur Belohnung. Boah, wie viele hier drin sind. Aha. Ich mach den Boden weg, dann platzen die auch weg. Peter reißt die ganze Zwischendecke raus wieder. Aber ich könnte ja eigentlich mal den Raum so lassen, wie er ist erstmal und erstmal Richtung meines Turmes gehen, der hier drauf soll. Damit ich mal meine Zauberscheiße hier rüberhole. Ja. Und Heiko, was brauche ich denn, damit ich auch auf das Lager von hier aus zugreifen kann? Sehr, sehr viele Emmy-Cable. So viel. Also ich weiß nicht, ob man das über Wireless machen kann, aber ich glaube nicht. Ach scheiße, muss man echt Kabel machen? Ich dachte, man könnte das ME-System auch hier hinstellen und dann... Mm-mm. Mal Alter, wie viele Dinger hier sind? Schön nervig. Aber wenn ich auf dem Holz anfange und dann über diese Fließbänder gehe, dann geht das auch. Ah, okay. Gleich schmiert wahrscheinlich der Server ab dann. Weil er so einen Bug ausnutzt. Genau. Ja, aber bald müsst ihr aufpassen hier in dem Raum. Ich baue mir Golems, die alle vor Kloppen hier reinkommen. Ich nuke die einfach alle weg. Alles. Dann siehst du nur noch deine 4 Saves in der Luft schweben am Ende. Hey, Junge. Ach Mist, das bin ich voll, Mann. Ja, das ist die Durchreiche hier oben, die lassen wir, ne? Ich reiche aber nur Creeper durch. Ja, nee, dann mache ich die zu. Habe ich keine Fische mehr? Wo sind denn meine Fische? Ich habe auch keine Fische irgendwie mehr. Ich hatte gerade auch irgendwie so ein halbes Stack. Guck mal, der Heiko steht da so, bewegt sich nicht. Was ist los? Was ist das denn hier? Ich ist wieder eingeschlafen. Nee. Ich suche gerade nach einer Lösung, wie wir... Also ob das auch so wireless praktisch geht. Ah, sehr gut. Also an sich wird das gehen, aber halt kompliziert und dumm. Und dumm. Ah, okay. Du bist dumm. Das nagt an dir. Ne. Ich muss ja mal eine richtige Waffe bauen. Was sagt denn mein Thaumanomikon? Ah, Mist, das Schwert ist noch nicht da, verdammt. Da ist ein Luftzauber drauf, Ted. Auf dem Schwert? Ja, wenn man das... Alter, wir haben 3331 Fische. Da geht doch was, oder? Ja, auf jeden Fall. So, warte, ich nehme jetzt mal ein paar Steine mit. Haben wir denn hier auch richtig geile Bricks? Oh yeah, baby. Stone Brick Slabs. Da brauche ich noch Wood. Genau, Jungle Wood. Normales Wood. Komm, die Holze nehmen wir auch noch mit. Was macht er da? Ihr schreibt bestimmt. Nee, ihr seid so ruhig. Nee, ich schreibe gar nicht. Wenn ich schreiben würde, würde es halt doch hören. Du hörst meine Tastatur doch immer, glaube ich, ne? Ja, wenn man drauf achtet so. Aber ich brauche jetzt gar keine Treppen mehr. Ich laufe alles so hoch, als wenn da Treppen wären. Aber viele Charts hat das Ding noch nicht weggegraben bisher, ne?
Boah, jetzt kann ich hier noch nicht was den verfickten Zombie wegmachen. Läuft halt eigentlich immer noch? Ja, ne? Ja, läuft immer noch. Man sieht's, der Cobblestone wird immer mehr so. Genau, nur Cobblestone wird noch richtig viel. Können wir den Cobblestone nicht irgendwo vorher aussortieren? Stirb! Ja, wir können ihn aus dem ME-System aussortieren später. Oder halt generell. Rauspumpen. Oh, ich kann den Wand of Excavation nicht reparieren, so. Ne? Ja, ich dachte, wenn ich zwei nebeneinander packe, dann geht das, aber geht nicht. Es geht nicht, Mann. Was ist denn mal mit ein paar Betten für alle, damit wir auch mal schlafen können, wenn dunkel ist? Stimmt, wir haben seit 100 Folgen nicht geschlafen, boah. Wie müssen die sich fühlen? Weißt du, wie fertig ich bin? Ich sehe überall Monster. Allerdings, ey. So, wie spät haben wir eigentlich jetzt? Jetzt haben wir 22:40. Na komm, ein paar Minuten bauen schaffen wir noch. Ja, ja. Ich wollte mal so überhaupt wissen, wie spät es ist. Ach so, so 8 Stunden bauen, so. 9 lieber. Ja, okay. Wäre mir lieber. Dann können wir direkt nach unserem Termin fahren. Boah. Wann müssen wir nochmal da sein? 10 Uhr? 10. Holst du mich ab morgen oder wie machen wir's? Ja, können wir machen. Ja, ist ja cool. Mach mal ein bisschen Glas. Ja, und ein paar Betten machen, bitte. Kann einer mal Betten machen? Wir haben keine Wolle, Peter. Doch, wir haben Wolle. Keine... Ja? Ach so. Weil ich habe gedacht, wir hätten vorhin schon keine Wolle gehabt. Ich glaube, der Heiko hat aus den Strings welche gemacht. Nee, also hier im Serversystem ist keine Wolle drin. No. Ah, doch, da. 41. Wool. Aber ich kein Strom da. Aus irgendeinem Grund schon, ja. Benutzt du gerade... Hä? Ist Lavabecken wieder leer? Ich habe den Induction Furnace benutzt. Ah, nee, ich weiß warum. Warum? Ach, von mir. Ich habe gerade, Dein Jetpack aufgeladen. Nee. Ach ja, genau, wir müssen auch mal eine Hölle Soul Sand holen. Ja, wollten wir eh, ne? Eigentlich in der Hölle. Ja. Aber machen wir beim nächsten Mal, ne? Wir wollten so viel, ey. Machen wir mal eine ausgedehnte Höllentour dann, ne? Boah, wie hoch ich springen kann mit den Schuhen, das ist ja geil. Oh, Creeper in meiner Hütte, ey. Creeper in deiner Hütte. Ah, fuck. Naja, jetzt Creeper in deiner Hütte. Was? Mal. Ja. Hast du mir reingelassen? Ich bin nur da durchgelaufen. Dann bloß schnell weg. Na fuck, er sieht mich. Ja und? Ich dachte, er will mich, wenn er mich sieht. Weil ich will den Zauberscheiß ja nicht nur praktisch haben, sondern auch passend, weißt du? Ich möchte ihn nicht im Lager da haben, ich will das auf so einen großen Turm, wo immer Blitze einschlagen. Also, okay. Peter, soll ich dir noch was zeigen? Oder ja. Was am Bauen so? Soll ich rüberkommen? Ja, wäre hilfreich, wäre cool. Und jetzt... Oh, Creeper! Hopp. Boah, ich vergesse immer, dass ich mein Jetpack anmachen muss. Ja, das ist ein bisschen ätzend, ne? Finde ich auch. Das fällt mir erst immer ein, so wenn ich mitten in der Luft bin. Lass einfach immer an. Hallo. Oh, was ist das denn? Hallo. Ich habe das jetzt so gemacht, oder mach's jetzt so, dass alle Erze, die TBM farmt, automatisch hier pulverisiert und dann geschmolzen werden. Ah, sehr gut. Und dafür sind hier die Export- und Import-Busses da. Also oben ist der Export. Alter. Ah ja, ME-Export-Bus. ME-In. Genau, oh. Und der Export, ja, der exportiert halt die Items aus dem Lagersystem in das Ding rein und der Import-Bus zieht sie dann wieder raus in das Lagersystem. Und wenn du jetzt hier oben dann in den Export-Bus zum Beispiel Eisen reinlegst, dann wird das da in den Macerator gepackt, wird durchgeschmolzen. Ja. Von dem System aus und hinten wird es wieder rausgezogen und dann können wir jetzt hier über den Ofen. Ah ja, hier ist Import, oben ist Export, ne? Ah. Genau. Ja. Und wenn du da jetzt den Eisendust reinlegst, dann kommt im Ofen der Eisendust und wird dann auch gleich durchgeschmolzen.